Ja, einige Stunden danach schon wieder etwas besser. Ich bin heute von Journalisten gefragt worden und habe gesagt, nachdem die Damen im Team und natürlich auch die Mixstaffel in den letzten Tagen viele freudige Gesichter im Stadion bei den Deutschen geschaffen haben, war heute mal der Tag der langen Gesichter, einfach weil die Ergebnisse nicht die waren, wie wir sie uns sicher alle gewünscht hätten, zuallererst die Athletinnen selbst. Aber ich sehe das insofern gelassen und mit Zuversicht, weil spätestens mit dem Staffelrennen, bin ich überzeugt, dann wieder eine Korrektur und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Revanche erfolgen wird. Aber ich habe es mit Frank-Peter auch schon diskutiert. Es könnte aber durchaus sein, dass das ein Ergebnis war und dass wir uns ab und zu mal mehr gewöhnen müssen in den nächsten Jahren. So realistisch muss man sein. Ja, aber ich stimme nicht in die grundsätzliche pessimistische Zukunftsperspektive ein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es auch eine Zeit nach Lena geben wird, die uns leistungssportlich, ganz einfach Freude bereiten wird. Andrea Henkel, Miriam Gössner und die Teamkolleginnen sind, so bin ich überzeugt, spätestens dann, auch wenn der eine oder andere Lena-Effekt wegfällt, weil das ja manches Mal auch für ein Team nicht ganz einfach ist, so einen Superstar in den eigenen Reihen zu haben, werden ähnlich wie das in früheren Jahren nach Diesel, nach Wilhelm oder bei den Männern nach all den bekannten Größen passiert ist, hoffentlich auch die neue Freiheit, die neue Konzentration, die neue Rollenverteilung als Chance sehen. Und Thomas Füller arbeitet klar und strukturiert dran, da die eine oder andere Top-Athletin zu entwickeln. Und ich darf erinnern, vor 2 Jahren hat man im Herrenbereich die ganz große Problemstellung herbeigeredet. Und wenn man sieht, was die Männer im laufenden Jahr im gesamten Weltcup absolviert haben, was Birnbacher, Peiffer, um bloß 2 zu nennen, dann an schönen Einzelerfolgen hatten und hoffentlich auch bei der WM jetzt noch bei den verbleibenden Rennen als Chance genutzt wird, dann sehen wir da nicht allzu schwarz. Aber klar und kurz und bündig, es wird eine Herausforderung. Ganz klar, und man sieht es auch an den Reaktionen des Deutschen Skiverbandes. Wenn man alles rosig sehen würde, müsste man nicht so viel ändern. Man ändert relativ viel. Langlauf, Biathlon ein bisschen zusammengenommen. Also man spürt an den Reaktionen, dass man sich jetzt bewusst ist, hoppla, wir müssen aufpassen, denn sonst verlieren wir den Anschluss. Ja. Wobei das ja kein neues Modell ist. Also ich möchte es bewusst in der vertrauten DSV-Runde mal sagen, mit guten Partnern am Tisch. Ja. Eine Kathi Wilhelm hat mit, glaube ich, 3,24 vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. Da erinnert sich niemand mehr dran. Katrin Appel auch. Man hat sie nur noch als Top-Biathletin in Erinnerung. Gössner und Neuner waren mit dafür verantwortlich, dass die deutschen Langlaufstaffeln der letzten Jahre ihre herausragenden Erfolge erzielt haben. Also der Langlauf hat mehrfach von Biathletinnen profitiert. Da habe ich aus dem Langlauflager nie gehört, dass ein solcher Wechsel nicht funktioniert. Jetzt, wo Thomas Füller das umgekehrte Projekt testet, wird das plötzlich als nicht möglich oder No-Go-Kriterium. Ich habe gehört, ihr habt Jochen Behle schon ein Gewehr geschickt. Ich denke, dass der Jochen dann keines braucht, aber die Athletinnen und Athleten im Nachwuchsbereich, denen wollen wir zumindest die Chance geben, die Dinge zu trainieren. Und ich habe gerade gestern mit Uwe Müßiggang dazu ein bisschen sportfachlich mich ausgetauscht und gesagt, Uwe, jetzt sag mal deine Meinung. Der sagt ganz einfach, im früheren DDR-Sportsystem war eines der wesentlichen Erfolgsmerkmale die Tatsache, dass jeder junge Mensch, und zwar nicht nur innerhalb des Wintersports, sondern übergreifend über alle Sportarten, nach geistiger und körperlicher Eignung sozusagen Sportarten zugewiesen wurde. Also man hat permanent überprüft, wo kann derjenige eventuell in der nationalen oder internationalen Spitze Topleistungen erbringen. Warum soll man das für den DSV nicht genauso tun? Und da sage ich offen und klar, diejenigen, die auch gerade die letzten Tage über die Medien kommuniziert haben, der DSV verfällt in Aktionismus, würden spätestens im nächsten Winter, wenn es nicht läuft, uns vorhalten, dass wir nichts tun und dass wir uns sozusagen in ein Schicksal fügen. Also deshalb nehmen wir das mit Gelassenheit und in der gesamten Verantwortung, die eben aus Verbandsführung resultiert. Aktionismus ist ganz einfach kein schönes Wort. Aktionismus heißt ja nur, dass man sich kümmert, dass man sich bemüht, dass man etwas erkannt hat, dass man etwas versucht zu steuern.
Das klingt nur nicht schön, das ist der Punkt, ganz einfach. Aber für den Biathlonsport an sich hat ein Ergebnis, Alfons, wie heute. Wir haben Norwegen vorne, wir haben Frankreich, wir haben Schweden. Dann kommt die starke US-Amerikanerin dazu, die Sloweninnen sind gut. Also internationales Bild, was den Biathlonsport betrifft, ist sehr, sehr gut. Du warst Vizepräsident der IBU. Für den Sport selber ist das schon eine gute Geschichte. Insgesamt, ich habe jetzt noch keine Detailanalyse gemacht, aber gefühlt in der Wahrnehmung dürfte es wohl die Weltmeisterschaft werden, die das breiteste Medaillenfeld oder die breiteste Medaillenstreuung nach Nationen mit sich bringt. Und wenn wir von internationaler Biathlon-Union reden, und es war ja über Jahre hinweg immer so ein Diskussionspunkt, ist es nicht auf wenige Nationen konzentriert, kann man das heute bloß so als wichtige Entwicklung wahrnehmen. Das mag einem jetzt aus deutscher Sicht gefallen oder nicht. Ich habe halt mit Thomas Völler am Schießstand gefrotzelt, war ja wirklich Situationskomik. Erst kam die Amerikanerin mit Traumergebnissen, dann die Russen und danach nur die Japanerin, habe ich gesagt. Also damit sehen wir jetzt, dass wir wohl endgültig auf der Weltbühne in allen einzelnen Regionen angekommen sind. Also Spaß beiseite. Man sieht damit, dass der Wettbewerb von Jahr zu Jahr härter wird und dass es einfach noch schwieriger wird. Wobei ganz am Ende, das als letzten Satz, sich heute einmal mehr, auch in einem kuriosen Rennen, dann ganz am Ende einige wenige Top-Athletinnen durchsetzen, denen wir sicher auch vor dem Rennen einen Sieg oder eine Medaille zugetraut hätten. Genau so ist es. Und das ist so der zarte Hinweis von Alfons Hörmann, wenn er dann sagt in Interviews, und das als letzter Satz, dann weiß ich, Heinrich, halt die Klappe. Letzter Satz von meiner Seite, der muss deshalb sein, möchte die Chance dann doch zum Abschluss nutzen, das war ein Auftrag vom Stefan Schwarzbach, weil er scheinbar vorher nur kurze Begrüßung gemacht hat, Sie alle recht herzlich seitens des DSV-Teams zu begrüßen. Wir haben heute unsere Top-Partner und Sponsoren an Bord, von Audi beginnend über Adidas, da sind, habe ich festgestellt, die besten Fachhändler heute eingeladen. Freut uns, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Fissmann jeden Tag mit uns am Feiern. Natürlich das Team Wirth bis rauf zur Geschäftsleitung. Herr Heckmann mit seiner gesamten Mannschaft ist wieder unter uns. Und alle weiteren Partner und wie auch immer geartet ZDF, der Herr Gruschwitz und der Herr Lauterbach, ganz wesentliche Partner in der Kommunikation und in der Darstellung des Biathlon-Sports sind hier im DSV-Haus. Und all diejenigen, die ich jetzt nicht genannt habe, ganz einfach ein herzliches Grüß Gott, herzliches Willkommen. Genießen Sie den Abend im denkrecht gelungen gestalteten ZDF, sage ich ja, DSV heißt noch, Haus noch, oder noch. Hütte, noch. Wer weiß, wie sich alles entwickelt. Wer weiß, genau, das kommt davon, wenn die Gäste im Haus sind. Also, so ist es. Schönen Abend miteinander. Ja, und weil es heute nicht so gut lief, ein herzlicher Beifall für Alfons Hörmann. Kann er brauchen heute.